an Herrn Josef Bitzinger, den Vertreter der Gastronomie. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen Tag. Wir haben auf der einen Seite Ausfallbonus für den Umsatzausfall. Das ist in der Gastro, in der Hotellerie. Natürlich 6 Monate Schließung ist eine harte Zeit und ein harter Brocken. Die Einreichung geht eigentlich sehr einfach über Finanz Online. Auf der anderen Seite haben wir Fixkostenzuschuss und Verlustersatz. Das ist schon etwas komplizierter und über den Steuerberater abzuwickeln. Ich für meine Person habe beides über den Steuerberater abgewickelt. Einerseits ist das für mich natürlich auch eine Haftungsfrage. Auf der anderen Seite weiß ich, dass diese Zuschüsse, die über die KOFAG abgewickelt werden, auch mittlerweile geprüft werden. Und das ist auch gut so, weil irgendwelche missbräuchliche Verwendungen kann niemand brauchen. Wenn ich ein wenig zurückschaue in die Vergangenheit, dann muss ich sagen, dass der Umsatzersatz für den Lockdown im November und Dezember 20 sehr rasch, sehr problemlos bei uns angekommen ist. Die Finanz hat auf ihre bestehenden Daten zurückgegriffen. Ich habe das als ausgesprochen schlau empfunden. Und hat auch deshalb sehr, sehr gut funktioniert. Ab Jänner 21 Ausfallsbonus, muss ich sagen, wir haben den innerhalb von 7 Tagen nach Einreichung gewährt und ausbezahlt bekommen. Also dieses Geld ist wirklich schnell gelaufen. Wir sind damals allerdings schon zu einem Teil unter diese Deckelung gefallen und die Deckelung gilt natürlich für Februar, März, April ebenfalls. Aber es ist einfach eine unglaubliche Hilfe. Was man auch vielleicht noch erwähnen kann, es gibt ja in Form der Ertragssteuer auch eine weitere Deckelung, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Wenn man als Wirt, als Hotelier auch noch andere Einkünfte hat, zum Beispiel aus Wohnungen, aus einem anderen Job, dann wird das auf die Ertragssteuern, auf die Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und so weiter angerechnet. Wenn ich eine Conclusio zu all dem ziehen kann, dann muss ich sagen, es ist ein echtes Rundum-Sorglos-Paket für gesunde, ich betone gesunde, Klein- und kleine Mittelbetriebe mit gewissen Einschränkungen für große Einheiten. Die ganze Angelegenheit ist wirklich sozial ausgewogen, durchaus sozial verträglich. Und es ist kein Grund, der Branche oder den Branchen gegenüber mit Neid und Missgunst aufzutreten. Was ich vielleicht als Letztes sagen möchte, und das ist auch ganz, ganz wichtig, irgendwann werden wir aufsperren, ob das jetzt am 3. Mai oder wann auch immer ist. Dieses Geld, das wir jetzt bekommen, das rettet uns die Liquidität in dieser schwierigen Phase. Weil die Aufsperrphase wird für alle Betriebe ein echtes Problem und eine riesige Herausforderung. Danke.